Hi Leute, hier ist wieder Christian und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, bei dem ich euch heute wiederum das Unboxing eines neuen Smartphones zeigen möchte. Und zwar das Unboxing eines neuen Smartphones der Samsung Galaxy J-Serie. Vor einigen Tagen, genauer gesagt, es ist schon ungefähr 3 Wochen her, habe ich euch das Unboxing zum Samsung Galaxy J5 gezeigt. In dieser J-Serie gibt es ganze 3 Modelle, nämlich das J3 als vermeintliches Einstiegsgerät bzw. als kleinstes Gerät der J-Serie, dann das J5, was ich euch vor wenigen Wochen schon gezeigt habe, bzw. heute in dem Video das Samsung Galaxy J7 Modelljahr 2017 zeigen möchte. Gegenüber des J5 hat es einige verbesserte Spezifikationen, vor allem hinsichtlich des Displays. Wir haben kein HD-Display mehr an Bord, sondern ein Full-HD-Display, allerdings auch mit einer etwas höheren Diagonale, das heißt in 5,5 Zoll. Wir haben auch einen etwas größeren Akku an Bord, nämlich mit 3600 mAh, aber auch in diesem Falle wieder ein Full-Metal-Body, das heißt ein Gehäuse aus Aluminium. Und in diesem Fall habe ich mich für die Farbvariante Schwarz entschieden, während ich das Galaxy J5 hier in der Farbe Blau gekauft habe. Unverbindliche Preisempfehlung momentan von Samsung 339 Euro, meiner Meinung nach definitiv zu hoch gegriffen. Allerdings bekommen die es schon bei einigen Händlern für 306 Euro. Und wie das auch beim Galaxy J5 war, sind die Preise in den letzten Wochen schon stark gefallen, das heißt so um die 20%. Und ich gehe davon aus, wenn das wirklich breit im Markt verfügbar ist, das heißt bei jedem Shop, bei jedem Mediamarkt, Saturn oder was auch immer, werden hier Preise von 260, vielleicht auch 270 Euro abgerufen. In dem Video gehe ich natürlich auf den Lieferumfang ein, mache einen ganz kurzen Rundgang um die Verpackung, ihr kennt das ja bereits, gehe aber auch hauptsächlich auf die technischen Daten ein, beziehungsweise auf die Merkmale dieses neuen, ja, ich nenne es einfach mal Einsteiger Smartphones. Jetzt kommt noch ein ganz kurzes Intro und dann geht schon los mit dem Unboxing des Samsung Galaxy J7 Modelljahr 2017. Wer meine Videos schon seit längerem verfolgt, der wird jetzt auch wissen, dass erstmal dieser ganz kurze obligatorische Rundgang um die Verpackung kommt. Auch diese Verpackung, komplett in Blau gehalten, eine Art Babyblau, wie schon beim Samsung Galaxy J5 2017. Auf der Vorderseite habe ich natürlich den Namen, in diesem Falle Samsung Galaxy J7. Unten links steht das Modelljahr, nämlich 2017. Auf der linken und auch rechten Verpackungsseite habe ich nichts. Im Kopf der Verpackung den Hinweis, dass man dieses Gerät vorerst oder zuerst mit einer europäischen SIM-Karte in Betrieb nehmen sollte. Und im Fuße der Verpackung habe ich nochmals den Hinweis, für welche Farbvariante ich mich in diesem Fall entschieden habe, nämlich der Farbe Schwarz. Das Ganze gibt es noch in Gold und Blau und dann zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 339 Euro, wobei ich euch ja auch eben schon gesagt habe, dass die Preise momentan ungefähr bei 306 Euro in verschiedenen Shops liegen. Auf der Rückseite einige weitere Features bzw. technische Daten, Vollmetallgehäuse, 13 Megapixel Hauptkamera, 13 Megapixel Frontkamera, Fingerabdrucksensor, der funktioniert übrigens auch wirklich sehr gut, zumindest war es das beim Galaxy J5 2017. Ich habe natürlich 4G LTE an Bord, ich habe ein 5,5 Zoll großes Full HD AMOLED Panel und ich habe einen Octa-Core Prozessor. Zu den technischen Daten komme ich aber natürlich im Detail oder im Laufe des Videos nochmals etwas detaillierter. Und damit öffne ich auch die Verpackung, ziehe das Gerät raus, beziehungsweise erstmal das Innenleben, und zum Vorschein kommt das Galaxy J7 des aktuellen Jahres, also 2017. Bevor ich jetzt zu dem eigentlichen Smartphone übergehe, werfen wir auch hier einen kurzen weiteren Blick in die Verpackung auf den Lieferumfang. Und dort sehen wir hier natürlich den sogenannten Quick Start Guide, etwas Lesestoff. Und ich kann mich noch daran erinnern, beim Unboxing des J5 habe ich mich etwas schwer getan mit dem Auspacken dieser ganzen Anleitung. Also wie gesagt, Quick Start Guide, eine Schnellstartanleitung, Kurzanleitung, wichtige Hinweise zur Internetnutzung und den Regional Lock Guide. Das bedeutet, wenn ihr das Gerät im Ausland benutzen wollt, müsst ihr meines Wissens nach zuerst eine europäische SIM-Karte einlegen, damit das Ganze im späteren Verlauf auch im Ausland funktioniert, das heißt mit ausländischen SIM-Karten. Im weiteren Verlauf finde ich natürlich noch der Verpackung oder des Lieferumfanges das sogenannte SIM-Karten- bzw. Eject-Tool. Damit habt ihr natürlich die Möglichkeit, die Nano-SIM-Karte, aber in diesem Falle auch eine zweite Nano-SIM-Karte oder eine Micro-SD-Karte, ich glaube es ist sogar, und eine Micro-SD-Karte einzulegen. Weiter geht es mit den Kopfhörern. Ihr könnt das auch hier sehen, die sind identisch zu den Kopfhörern des Galaxy J5 2017. Das heißt, relativ einfach gehalten. Ich habe hier aber auch eine kleine Rufannahmetaste, eine Fernbedienung mit Mikrofon. Das heißt, hierüber habt ihr die Möglichkeit, auch Telefonate zu führen, Telefonate anzunehmen. Und ich gehe auch davon aus, Lieder anzuhalten, vorzuskippen bzw. zurückzuspulen. Eine Lautstärkewippe ist bei diesen Kopfhörern nicht vorhanden.
Dann haben wir noch das sogenannte Daten- und Ladekabel. Und hier haben wir leider noch Micro-USB 2.0. Ich hoffe, jetzt wird es eingefangen. Ihr seht es, wir haben hier noch den alten Standard. Also leider nicht USB Typ C, den man wechselseitig einsetzen kann, sondern definitiv noch Micro-USB 2.0. Auch wie beim Galaxy J5 2017. Und hier haben wir noch das Netzteil. Und auch hier finde ich keine Angaben darüber, dass ich ein Quick-Charge-Netzteil habe. Ich halte das mal etwas näher in die Kamera. Jetzt könnt ihr es auch besser sehen. Natürlich habt ihr in dieser Kombination die Möglichkeit, das Gerät zu laden. Damit gehen wir ganz schnell rüber zum Galaxy J7. Ich kann das hier aus der Hülle ziehen. Ich muss die, glaube ich, nicht unbedingt kaputt machen. Ah, eigentlich auch egal. Aufreißen. Und zum Vorschein kommt das Gerät. Und auch das Gerät hier in Schwarz. Wobei das ein mattschwarz ist, es sieht wirklich richtig gut aus. Wir machen natürlich erstmal einen Rundgang um das Gerät. Ihr seht, komplett mattschwarzes Gehäuse, Fingerabdrücke, nimmt es eigentlich kaum auf. Wir haben hinten den Samsung-Schriftzug, wir haben die Bezeichnung DUOS. Das steht natürlich dafür, dass ich hier die Möglichkeit habe, zwei SIM-Karten einzulegen, zum Beispiel für private oder berufliche Zwecke. 13 Megapixel Hauptkamera, LED-Blitz, keinen optischen Bildstabilisator, Videos in maximal Full HD. Und ich habe hier oben so Antennenstreifen eingefasst, beziehungsweise auch im unteren Bereich. Das kennt man bereits aus der blauen Version, das heißt optisch sind die wirklich komplett 1:1 identisch. Auf der rechten Seite, und ich hoffe, ihr könnt das sehen, haben wir zum einen die Ein- und Ausschalter oder den Ein- und Ausschalter. Wir haben hier den Lautsprecher, auch hier auf der rechten Seite positioniert. Und momentan bin ich auch beim Vergleich zum Samsung Galaxy A5 des aktuellen Jahres. Und ich muss sagen, das Gehäuse ist eigentlich eine 1:1 Kopie, lediglich, dass andere Materialien zum Einsatz kommen. Im Fuße haben wir noch Micro-USB 2.0, Mikrofon zum Telefonieren, 3,5 mm Klinkenbuchse für die Headsets. Auf der linken Seite habe ich dann gleich zwei Slots und das habe ich euch eben schon mal ganz kurz erwähnt. Ich habe hier die Möglichkeit, zwei SIM-Karten einzusetzen plus Micro-SD-Karte. Also das ist wirklich eine Seltenheit. Man hat eigentlich sonst nur die Möglichkeit, eine SIM-Karte und eine zweite SIM einzulegen, beziehungsweise eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Hier in diesem Falle also auch sogar zwei SIM-Karten plus Micro-SD-Karte. Lautstärkewippe auf der linken Seite. Im Kopf habe ich natürlich nichts oder habe ich in diesem Falle nichts. Und auf der Vorderseite habe ich das Display, in diesem Falle mit 5,5 Zoll. Das schalte ich auch einfach mal an. Auf der Vorderseite ebenfalls noch oberhalb des Displays eine 13 Megapixel Frontkamera. Ich habe auch hier, so wie das aussieht, eine LED-Leuchte, das heißt zum besseren Ausleuchten von Selfies. Hörmuschel, Samsung-Schriftzug im unteren Bereich. Das finde ich wirklich sehr nice. Den Fingerabdrucksensor in der Farbe des Gehäuses eingefasst. Also der ist wirklich komplett unscheinbar. Natürlich auch hier als Home-Button bzw. Fingerabdrucksensor kombiniert. Multitasking auf der linken Seite, auf der rechten Seite habe ich den Zurück-Button und das 5,5 Zoll große Super AMOLED-Display mit einer Full-HD-Auflösung. Das Flackern, was ihr momentan im Video seht, das ist natürlich in echt nicht sichtbar. Das hat einfach damit zu tun, dass es sich hier um ein AMOLED-Panel handelt. Je nachdem, wie hoch ich mit der Helligkeit gehe, wird das auch in diesem Fall wieder verschwinden. Aber ich werde diese Einrichtung mal ganz kurz überspringen, sodass ich euch natürlich auch die Oberfläche beim J7 zeigen kann, die bereits schon mit Android 7 Nougat versehen ist. Und auch der neuesten, ich weiß es gar nicht mehr, Grace UX oder Experience Version 8.1 heißt das Ganze. Schauen wir uns aber auch gleich in den Einstellungen an. Und angetrieben wird auch dieses Gerät von einem Octa-Core, das heißt dem Exynos 7870, maximal 1,6 GHz Taktung, 3 GB Arbeitsspeicher, das heißt 1 GB mehr als beim J5, 16 GB interner Speicher und ich habe auch hier die Möglichkeit, den internen Speicher nochmals zu erweitern. Ihr seht hier unten in diesem Bereich einen kleinen Pfeil aufleuchten. Hier habe ich auch die Möglichkeit, den App-Drawer aufzurufen. Ganz leichte Verzögerung, würde ich sagen, aber das habe ich auch schon beim J5 bemängelt. Hier kommt dann noch hinzu, dass wir ein Full HD statt HD Panel haben. Das heißt, die Performance muss nicht unbedingt besser sein, trotz den 3 GB Arbeitsspeicher. Aber dazu komme ich natürlich in meinem ausführlichen Testbericht. Android Version 7.0, Samsung Experience Version 8.1. Das heißt, wir haben hier im Grunde genommen die gleichen Features wie bei einem Galaxy S8.
bzw. J5 2017. Das ist die neueste Oberfläche für ein, ich nenne es immer noch Einsteiger-Smartphone bzw. lasst uns einfach Budget-Smartphone, also ein günstigeres Smartphone nennen. Es sind die Ränder links und rechts relativ dünn. Es ist natürlich doch deutlich größer als das 5,2 Zoll große J5, liegt aber auch in diesem Falle wirklich sehr gut in der Hand. Gewicht 181 Gramm, kein Leichtgewicht, definitiv nicht. Es gibt definitiv Handys mit um die 160, um die 150 Gramm bei gleicher Größe. Wir haben hier eine Höhe von 152 mm, 74,8 in der Breite und eine Dicke von 8 mm. Wobei hier der Akku auch satte 3600 mAh misst. Das heißt, mit dem dürftet ihr locker durch 2 Tage kommen, zumal auch die Akkulaufzeit beim J5 wirklich sehr, sehr gut war. Wi-Fi, AC, NFC, Bluetooth 4.1 und das war es im Grunde genommen auch schon. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie vor allem die Performance ist, die Akkulaufzeit bei diesem Gerät. Der Bildschirm wird definitiv besser sein als beim Galaxy J5. Das war so einer der Kritikpunkte, obwohl Helligkeit gepasst hat, Farbdarstellung, Kontrastwerte, das war alles gut. Allerdings war die Auflösung somit eines der Mankos, die ich beim J5 angesprochen habe. Beim J7 wird das definitiv nicht der Fall sein mit um die 400 Pixel pro Zoll. Das heißt, hier habt ihr ein gestochen scharfes Bild. Wartet noch einige Wochen ab. Ich kann euch sagen, dieser Preis wird definitiv unter 300 fallen. 260, 270 Euro, denke ich, ist ein faires Angebot für das Galaxy J7 2017. Link habe ich euch mal unten in die Beschreibung gepackt. Von daher würde es mich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut. Damit bin ich auch schon durch mit meinem Unboxing und auch ersten Eindruck zu diesem Budget-Smartphone, sage ich lieber, nämlich zum J7 2017. Hervorragende Verarbeitung, das kann ich euch auf den ersten Blick sagen. Neueste Version an Bord, 13 Megapixel vorne, 13 Megapixel hinten. Riesengroßer Akku dürfte wirklich für lange Laufzeiten sorgen. Und ich denke, so in 1,5, 2 Wochen eher werde ich euch den Testbericht zu diesem neuen Einsteiger-Smartphone zeigen. Das war es auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns in den nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao.